Willkommen zu Frequent Traveler TV. Heute wieder eine frisch gepresste Folge aus dem Hause Vielflieger 360 Grad. Wir beleuchten für euch, und das ist Freddy. Ah, ne, ich bin wieder rauf reingefallen. Ja, also auf meiner rechten Seite, auf eurer linken Seite so. Ist Freddy, und wir besprechen Themen aus der Sicht des Kabinenpersonals und aus Sicht der Passagiere. Das ist schon die vierte Sendung, die wir machen. Das artet ja richtig den Stress aus, ne? Ah, Wahnsinn. Das ist, die Belastungskurve geht steil nach oben. Ja, ich merke das. Ich habe auch jetzt meine Uhr gerade nicht an, aber die würde mir direkt 3 Kalorien gut schreiben dafür verbraucht. Ja, also wir sind nicht weit davon weg, dass ich hier streike. Ne? Also ich finde das schon, das sind Bedingungen hier, die Freddy, sind... Donnerstag ist Streik, nicht heute. Donnerstag. Heute ist Montag, der 4. März. Wenn ihr es später erst seht, weil wir es erst später freischalten, seid ihr kein Kanalmitglied. Nee, ich meinte eigentlich, dass ich hier streike bei dir, weil die Arbeitsbedingungen What? So hart sind. Ja, 4 Sendungen an einem Tag, das ist ja unfassbar. Ja, wir warten noch darauf, dass uns jemand den Pegasus-Flug sponsert, wo Freddy am Ende erst verstanden hat, dass er das dann auch fliegen muss. Also, wer uns Pegasus fliegen sehen möchte und wer von uns dann auch einen Bericht sehen möchte, wie nennen das dann einfach? Ja, wie nennen wir das dann einfach? Painful Self-Experiments. Wir gehen an die Schmerzgrenze und versuchen uns dann mit dem Format. Aber die Strecke sollte dann ab Düsseldorf sein, ne? Pegasus fliegt dann nach Türkisch, ne? Also Türkien. Ja, Istanbul fliegen die. Ja. Aber Istanbul ist geil, danach gehen wir aber geil lecker essen. Oh ja, Istanbul ist wirklich geil. War ich zwar zweimal nur für meine Haare, aber ich habe da noch ein bisschen was offen. Ich habe noch nicht alles gesehen, also Istanbul bin ich dabei. Istanbul ist geil. Ja. Also wie gesagt, wer mit uns dann fliegen möchte und uns sponsert, der wird das dann früher kriegen. Ansonsten müssen wir halt gucken, wie wir das Geld zusammengekratzt kriegen. Pegasus ist aber, glaube ich, nicht so teuer, ne? Tja, das hat Gründe. So, bevor wir uns wieder mit dem Thema hier versammeln, lass uns die ersten beiden Themen und auch die einzigen beiden Themen, die wir heute haben, frisch gepresst für euch anschauen. Und zwar ist es so, chinesische und koreanische Basen hat die Lufthansa, was mir bekannt war. Ich glaube, auch in Bangkok gab es eine Basis, ne? Ja, also Lufthansa hat in Indien, in Japan, in China, ja, hatten wir ganz viele Basen auf jeden Fall gehabt. Ja. Und wir werden besprechen, warum. Wir werden besprechen, warum das kein Lohndumping ist. Und wir werden besprechen, warum diese Kolleginnen und Kollegen aus China und Korea jetzt auch auf anderen Strecken eingesetzt werden. Und wir werden dann nochmal auf den kuriosen Fall gehen. Und ich muss da einmal kurz nochmal ablesen, weil der Typ war mir nicht bekannt. Und zwar war der Kollege, der nennt sich Anthony Bass. Das ist ein Baseballspieler, auch ein Spiel, was ich gar nicht verstehe. Ich glaube, das ist dem deutschen Brennball am nächsten. nein, ich kenne es schon, Entschuldigung. Bin Dodgers-Fan, LA Dodgers, yo, Bro. Auf jeden Fall, ich werde wahrscheinlich in Los Angeles mal zum Spiel gehen. Muss mal gucken, wie das jetzt so ist. Oh, ich bin in Los Angeles, geil. Also, wenn ihr die Sendung seht, bin ich vielleicht in Los Angeles. Auf jeden Fall war seine schwangere Frau mit den Kindern unterwegs, die jugendlichen Alter haben. Und zwar die Frau 22. Woche schwanger zu dem Zeitpunkt, wo es passiert ist. Die Kinder sind, wo habe ich das Alter der Kinder? Ich muss jetzt gerade mal gucken. Haben wir das Alter der Kinder? Die waren 3 oder sowas, ne? 5 und 2 Jahre alt. Und die Tochter, die 2-Jährige, hat Popcorn gegessen. Aber wie das in dem Alter so ist, und das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, Kinder haben ihre eigene Art zu essen und es wird halt viel auf den Boden geschmissen. Ich kann halt von meiner Tochter, meiner Lieblingstochter, weil sie die einzige Tochter ist, kann ich erzählen, dass Charlotte Linda Colston in der tiefsten inneren Zufriedenheit ihrer selber, wenn sie fertig mit Essen ist, das Essen vom Teller auf den Boden schmeißt und sagt, ich bin fertig. Und du kannst dann höchstens noch reagieren und den Teller retten, dass der nicht auf dem Boden ist. Sie ist da ganz unbeeindruckt von irgendwelchen Erziehungsmaßnahmen. Sie ist da sehr, nennen wir es einfach mal, schmerzbefreit. Und
Ihr Bruder ist da etwas anders. Karl ist da etwas sachlicher unterwegs. Er schmeißt den ganzen Teller direkt weg, weil was nutzt es dir, die Sachen einzeln runterzuwerfen, wenn du es auch zusammen machen kannst und sofort das Thema erledigt hast. Aber im Flugzeug, dass man dann die Leute dazu auffordert, ich persönlich würde es immer wegräumen, soweit ich kann. Ne? Also ich finde da, aber dann Passagier auffordern, das Popcorn, was das Kind auf den Boden geschmissen hat, wegzunehmen. Freddy, wird das jetzt etwas, wo du sagst, ja, also du hast hier jetzt in der Reihe 25 für Dreck gesorgt, das musst du jetzt wegräumen. Erstmal sammeln, damit ich jetzt nicht komplett ausraste, weil ich kann es innerlich sehr fühlen. Zu oft gibt es diese Momente, wo ich am allerliebsten genau das tun würde, um ehrlich zu sein, es aber einfach aus Respekt nicht tue, weil ja, ist eine schwangere Frau, die dann auf die Knie, also das muss echt nicht sein. Ich kann aber den Ansatz total verstehen, denn die Plätze von Familien mit Kindern sehen in den meisten Fällen unfassbar dreckig aus, unfassbar, da liegt alles, Chips, Popcorn, wirklich alles. Ich habe total Verständnis dafür, dass Kinder auch Dreck machen. Das ist alles völlig in Ordnung, aber bei vielen artet das in einer Selbstverständlichkeit aus. Da liegt alles herum, die ganzen Safety-Karten, alles Dreck. Und manchmal denke ich mir so, es ist so unfassbar, ja. Klar, die meisten Airlines haben einen Cleaning-Service, weshalb es dann nur ein halber Schmerz ist, aber trotzdem, es muss einfach nicht sein, ja. Zumindest könnte man, wir haben ja auch ein paar Sachen an Bord, man könnte klingeln, könnte sagen, könnten Sie mir kurz helfen oder haben Sie irgendwas, womit ich das kurz aufklären kann, wenn es jetzt ganz grob oder was, ne? Klar, es kann nur was runterfallen, alles gut, nicht schlimm. Oder Cleaning den macht das weg. Akkustaubsauger auspacken. Ja, mehr oder weniger, aber wir haben ja so einen Handfeger und so. Es gibt manche Airlines, die haben tatsächlich so einen kleinen Mini-Handsauger. Aber ja, es ist einfach eine Sache, das Verhältnis muss stimmen, ja. Wenn ich da jetzt einen kompletten Saustall mache, mein Gott, also das Gröbste mal kurz auffegen, ich kann also ne, dann in diese Kotztüte tun und uns geben, ist auch gar kein Problem, ja. Aber ja. Ist echt blöd für alle Seiten. Muss nicht sein. Und das Einzige, wo ich mal richtig tilt war, wo ich mal so richtig innerlich ausgerastet bin, ist, als ich jemanden endlich, und da muss ich wirklich sagen, endlich, auf frischer Tat ertappt habe, wie er sein Kaugummi in diese Safety Card, in diese klappbare Safety Card drauf getan hat. Du, da bin ich aber, wie letzte Woche der Typ, der gegen die Decke geflogen ist, bin ich aber auch an die Decke geflogen, aber auf eine andere Art und Weise. Ich werde ihm mit dem nackten Arsch in ein Gesicht gesprungen. Ich habe ihn jetzt nicht angeschrien oder beleidigt oder so, aber ich habe ihm schon ganz klar deutlich zu verstehen gegeben, was ich davon halte. Und ich habe ihn auch das Kaugummi wegmachen lassen. Aber leider Gottes war ich dann wieder zu höflich und habe einfach eine neue Safety-Karte geholt. Aber man hat ihm angemerkt, wie er hat sich schon ein bisschen geschämt, dass er erwischt wurde. Ja, aber jetzt mal unter uns Hausfrauen geschämt. Also ich meine, wie kommst du denn auf die Idee, auf so eine Klapp-Safety-Karten Kaugummi reinzukleben? Ich meine, also Kotztüte, Alter, dafür hast du, da kannst du die Kotztüte nehmen. Ja, es ist ja nicht nur die Safety Card. Was ich viel weniger verstehe, ich sehe es ja jeden Tag in den Flugzeugen, selbst die Böden im Gang sind voll, wo ich mir so denke, wie geht das zur Hölle? Ich habe noch nie einen Menschen live gesehen, wie er sein Kaugummi im Flugzeug ausgespuckt hat und in den Gang in den Boden geworfen hat. Aber irgendwie müssen ja diese Kaugummis dahin kommen. Die fliegen da ja nicht von alleine hin. Ich fasse mir an den Kopf, wie das. Ich verstehe es nicht. Es ist mir ein Rätsel. Ich weiß nicht, warum man Kaugummis an Sitze klebt, auf Böden schmeißt. Völlig. Es gibt doch genügend Möglichkeiten, solche Sachen zu entsorgen. Und genauso ist es bei Familien. Es gibt genügend Möglichkeiten, wenn mal was versehentlich passiert oder das Kind es wegschmeißt, passiert alles. Aber manche schmeißen das dann einfach so auf den Boden hin und sagen dann, ja, die machen es eh schon weg. Ich finde das so schade, wirklich. Weil auch das Cleaning-Personal sollte man respektieren. Und wenn man etwas vorsätzlich dreckig macht, finde ich, respektiert man es nicht. Ja, man hat ja vor allem auch keinen Respekt für sich selber. Also wenn man sich so benimmt wie die Lapchinskis, dann ist das so. Also, aber jetzt mal zurück zu dem Popcorn-Fall. Also ich persönlich würde dann anfangen, die Sachen aufzuheben. Ja, also ich würde das dann wegwerfen, in die Kotztüte rein, würde das sogar vielleicht selber noch wasten.
Also den Trolley schmeißen, auch wenn das nicht gern gesehen wird, dass man den Trolley, wo der Müll reinkommt, rauszieht, wenn er nicht rausgezogen ist in der Galley. Ist übrigens der Trolley, der ganz rechts ist, ist in der ersten Galley im 320. Aber Oh, gut gemerkt, richtig gut gemerkt. Wahnsinn. ich weiß auch, wo die Plüschtiere sind. Und Kannst du gerne alle haben. ich muss mal gucken. Kannst du mir so einen mal mitbringen? Ja, kann ich machen. Charlotte und Karl freuen sich dann einen Ast. Auf jeden Fall. Kannst du auch drei mitbringen, dann kann ich mir eins ins Studio hängen. Das ist. Ja, mache ich. Wir haben genug, wir haben genug. Ja, läuft, ne? Auch die Wärmeflasche ist immer gern gesehen, aber ist aber leider nicht auf der Kurzstrecke. Der ist ja immer nur auf der Intercont. Aber die habe ich schon mit dem Filz. Ja, also. Ja, jetzt nochmal unter uns Hausfrauen. Also wegräumen, ja oder nein? Wobei ich ja der Ehrlichkeit halber sagen muss, eine Frau, die mit einem Kleinkind, also schwanger, 22. Woche, heißt also 22 Wochen, wie viele Monate ist das? Das ist ja durch 4 geteilt, das ist 5 Monate. Ne? Also, wie ich schon gerade eben sagte, also sie muss das da jetzt nicht komplett sauber machen. Es sind halt Kinder, ist halt so, kann ja mal was dreckig werden, ist ja völlig in Ordnung, da ist ja auch keiner böse drum. Es geht einfach nur, und selbst wenn es nur einfach die Geste ist, einfach so ein bisschen wegmachen, ne? Oder wenn man einfach nur kurz Bescheid sagt, aber viele hauen einfach ab und gehen dann so. Ja, oder ich find's einfach schade, ne? Also, es sind nicht alle so, man darf das nicht pauschalisieren, bitte ganz wichtig. Aber. Der gesunde Menschenverstand sollte einfach bei jedem einsetzen. Hausverstand, glaube ich, nennt der Österreicher das, das Hausverstand. Ja, also Appell einfach, versucht den Platz so zu verlassen, wie ihr ihn selber vorfindet. Es kann ja immer mal was passieren, da gibt es gar nichts, aber wenn halt was passiert, dann sollte man halt zumindest so tun, als ob man behilflich wäre, das Debakel zu ja, beseitigen. Ja, genau. Und dann haben wir doch noch einen geilen Insider-Tipp, ne? Die Kool-Aid-Tücher sind doch sehr gute Oh. Fleckenwegmachtücher. Geil, ich habe jetzt gerade keins hier liegen, aber das sind die besten Tücher, die es gibt, die orangenen. Ne, habe ich gerade keins hier liegen, aber ich habe meine Tasche immer voll. Die sind mega geil, kann ich sehr empfehlen. Auch für mich selber Kaffeeflecken wirklich sensationell. Also, wir haben genug. Also, ich glaube, im Ich Moment nicht. sind hier sogar gelb, ne? Ja, so orange sind die, ja, genau. Ja, Die also, so ein. Kuh-Likes, ja. Ja, Kool Like oder Kool Aid? Kool Like. Kool Aid war, glaube ich, was zu trinken, ne? Ja, Kool wir sagen Like. immer Kuh-Likes. Ich kann aber auch sein, dass es falsch ist. Ich glaube, Kool Aid ist. Steht aber hinten drauf für jeden, der es wissen will. Der kann es lesen. Es ist die Firma. Ist das eigentlich ein dedicated Lufthansa-Geruch oder ist das, was man auch kaufen könnte, rein theoretisch? Ich glaube, der Geruch ist recht Standard, aber riecht trotzdem gut. Gut, dass du es magst. Ich assoziiere ihn auf jeden Fall mit Lufthansa. Also insofern. Jetzt ist natürlich die andere Frage, mag man Lufthansa? Das ist jetzt eine sehr, sehr schwierige Sache. Also ich glaube persönlich, ich mag Lufthansa. Wir können die Umfrage ja gerne mal die Tage im Frankfurter Terminal machen. Ja, gut, aber jetzt. Das ist ja genauso, als wenn du fragen würdest, mag ich McDonald's oder mag ich Burgerkönig oder mag ich Fortuna? Also, Das war jetzt auch mehr so spaßeshalber dahingesagt. Das ich verstehe das schon, dass das eine Spaßfrage war, aber ich glaube, da ist sehr viel Ernst dran und ich glaube, dass wir in Deutschland uns gar nicht bewusst sind, wie viel wir der Lufthansa eigentlich teilweise zu verdanken haben, der Ehrlichkeit halber. Und man muss der Ehrlichkeit halber sagen, dass Lufthansa uns nicht immer versteht. Also Lufthansa und Kunden. Und ich zitiere in so einem Fall immer wieder Thierry Antinori gerne, der ja von der Lufthansa weg ist zu Emirates und jetzt bei der Qatar ist. Er sagt, Lufthansa muss lernen, seine Kunden zu lieben. Und das ist leider nicht der Fall. Und ich erinnere mich an Covid, wie man uns fast gebettelt hat, dass wir fliegen. Und jetzt ist es halt so, ach du Arsch, hast ein Ticket gekauft. Also man ist wieder Beförderungsfall geworden und deshalb ist das so eine zwiespältige Geschichte. Lufthansa ist halt nicht karitativ unterwegs.
Und Das ist richtig, aber ich muss dazu anmerken, es gab jetzt vor ein paar Tagen auch wieder so ein Rundschreiben, fand ich ganz cool, dass man wieder mehr Wert darauf legen möchte, auf Kundenzufriedenheit, wo man uns als Cruise explizit auch erlaubt hat, die Kunden, ja, sag ich mal, im Rahmen des Möglichen an Bord nicht nur zu entschädigen, sondern einfach auch glücklich zu machen, ja, und sei es, wenn es einfach irgendwas aus der Business Class ist, als kleine Geste, ja, wo sehr engagierte Crews eigentlich immer sagen ja, aber es gibt immer noch welche, die sagen, nee, dürfen wir nicht, dürfen wir nicht, dürfen wir nicht. Oh, mittlerweile geht das schon. Ja? Einfach für die Geste, ja, als kleines Zeichen, wenn mal irgendwas ist oder da legt die Lufthansa jetzt wieder sehr, sehr großen Wert drauf. Müssen sie aber auch, weil sie natürlich in anderen Punkten ein bisschen hinterher hängen. Ich persönlich habe festgestellt, übrigens auch interessanterweise, dass die Freunde der gepflegten Gastlichkeit bei Lufthansa öfters positiv erwähnt werden, weil Leute auch in der Business Class fliegend oder auch in der Economy Class sogar fliegend die große Flasche, ich glaube Winzersekt ist das ja, bekommen, weil sie feststellen, einer hat Geburtstag. Na, also dann kommt da Genau. Zum so. Beispiel, das wurde auch explizit in dieses Schreiben reingesetzt. Wenn zum Beispiel Geburtstage sind an Bord oder irgendwelche, weiß ich, Hochzeitsreisen als Beispiel, dann sollen wir ausdrücklich den Leuten gerne irgendwie einen Sekt anbieten, einen Shampoo, sowas, ja, weißt du, als kleine Geste einfach. Ja, da wird eine Lufthansa nicht dran sterben. Ja, vor allem, aber es sind auch ganze Flaschen schon weggegeben worden. Ja, und ich fand das auch liebevoll Ja. teilweise gemacht mit Botschaften, wo dann drauf Genau, stand, mit so einer Schleife noch dran. ja, herzlichen Glückwunsch. Und dann haben auch alle Genau. unterschrieben, selbst das Cockpit hat unterschrieben. Ich glaube, die haben gekotzt davor, haben gedacht, was haben wir mit Passagieren zu tun? Du weißt ja, wie das Cockpit sich immer distanziert von allem, was hinter der Tür ist. Ich habe vier Streifen, da gehöre aber nicht dazu. Genau, ich kenne hier eigentlich keinen. Ich bin hier auch eigentlich nur da. Also, warum? Deswegen habe ich auch ein anderes Hotel. Ach, stimmt, das ist ja auch so, dass Crew Cockpit teilweise andere Hotels hat. Ja. Aber nichtsdestotrotz, also insofern, ich rufe zu mehr Liebe auf für den Kranich. Aber Mitleid kann auch Liebe sein. Ja, also ich bin sehr stolz, für einen Kranich zu fliegen, weil bei Lufthansa hast du viele Möglichkeiten, als Crew Leute glücklich zu machen. No hate gegen Eurowings, ich mag die Eurowings-Leute, aber die haben halt wenig Möglichkeiten, die Leute glücklich zu machen. Wir bei Lufthansa, wir haben extrem viele Möglichkeiten, einfach Leute zu entschädigen. An Bord jetzt direkt. Ja, das finde ich auch sehr, sehr gut, dass das gemacht werden kann. Also insofern, schaut es euch an, macht es, tut es und Liebe, Liebe, Liebe. So, wir hatten auch noch ein anderes Thema vorbereitet. Ich hatte jetzt nach 17 Minuten, haben wir beide Themen schon bearbeitet? Ich bin jetzt gerade vom Ding runter. Und zwar, nee, Cabin Crew haben wir nicht besprochen. Und zwar, es gibt ja Kabinenpersonal aus, wie du sagtest, Japan und so weiter im Moment, aber Korea und chinesische Crews fliegen aus Effizienzgründen oder Produktivitätsgründen auch andere Strecken als die Strecken, die sie normalerweise fliegen. Das heißt also zum Beispiel Frankfurt, München nach Korea oder nach China. Kannst du uns einmal erklären kurz, warum gibt es diese Basen im Ausland und warum es jetzt nicht das ist, wo die Leute mal sagen, naja, die sind ja viel williger als die Deutschen und sie sind auch billiger als die Deutschen. Warum ist das falsch? Der ursprüngliche Gedanke dahinter, und das ist nicht nur eine Lufthansa-Sache, ich habe gestern noch eine Ausschreibung gesehen von Finnair, die haben in Bangkok gesucht, die haben in Hongkong gesucht, da war noch irgendwas, wo die Finnair gerade ausgeschrieben hat für die Kabine. Einfach aus dem Grund, bei uns nennen wir sie regionale Flugbegleiter. Gerade, ich sag mal, japanische und chinesische Flugbegleiter und FlugbegleiterInnen sind extrem wertvoll, weil sie einfach die Sprache des Ziels, des Heimatlandes, also dann Japan, China sprechen, was einfach nicht nur in Konflikten super, super hilfreich ist, sondern was auch einfach ein riesen Benefit für den Kunden ist, ja. Du möchtest mit einer Fluggesellschaft fliegen, im besten Fall. Es gibt viele, die fliegen Lufthansa, gerade ältere, weil es einfach
es vertraut ist mit dem eigenen Land. Sie können ihre eigene Landessprache sprechen. Und so ist es auch bei vielen, und sag ich mal, Japan, China, du kannst denen in der Business Class, in der Eco, in der First Class einfach nochmal einen ganz anderen Service anbieten, wenn du ja jemanden hast, der deine Sprache spricht, ja. Ich persönlich würde mich auch total freuen, wenn ich, wenn ich, keine Ahnung, wo ich bin und ich habe da einen Flugbegleiter, der spricht Deutsch, finde ich super. Ja, ist super hilfreich. Jetzt aktuell sind die Strecken, die sie fliegen sollen, nicht so ausgelastet, beziehungsweise werden nicht in dieser Frequenz geflogen, weshalb dann auf der anderen Seite sie bei uns eingesetzt werden können, auf anderen Strecken. Denn bekanntlich gibt es ja aktuell einen kleinen Mangel an Kabinenkollegen. Von daher ist es auf jeden Fall eine Win-Win-Situation. Ich muss gerade eine Frage stellen zum Betreff Win-Win-Situation. Hast du eben Flugbegleiter Pause innen gesagt? Ja. Ich frage nur. Ist mir auch so rausgerutscht, war ich ganz schockiert. Bevor Mario mich zusammenscheißt, muss ich darauf hinweisen. Und da halte ich es mit Mario Barth, glaube ich, und das ist eine der wenigen Dinge, wo ich ihm Ich gender zustimme. nicht, ich habe einen Schulabschluss. Richtig. Das generische Maskulinum, und da haben wir einen Bildungsauftrag. Wir sind inclusive. Das generische Maskulinum ist schon inkludierend, weil es geschlechtsneutral ist. Nur so als Hinweis. Aber ich gendere Flugbegleiter und Flugbegleiterinnen und alles dazwischen. Deshalb das Und. Ja, finde ich Also in so, gut. Bin ich genau. dabei. Ja, Genau. ich unterstütze das komplett. Genau, weil Genus heißt einfach Geschlecht, Gattung, Art. Ich habe das große Latinum. Nur zwar NRW, Ja, finde ich aber gut. wird auch in Ja, Bayern anerkannt. ja. Deshalb, nur ist uns rausgerutscht. Freddy tut es leid. Mir tut es sehr leid, ja. Aber zurück zur Sache, bevor wir uns hier weiter verrennen in Marios Welt. Ich hoffe, dass wir mit Mario wieder eine Sendung bald aufnehmen können. Es hat diesen Sonntag leider nicht geklappt. Ich würde so gerne mit dem Golfplatzbesitzer, Er wenn ist gerade er auf Tour. Mario Barth Echt, oder der echte Mario. der echte Mario Barth. Ach ja, und Lohndumping ist es ja auch nicht, weil die einen Frankfurter Vertrag haben, ne? Also die kriegen Genau, genau das gleiche richtig. Geld, als ob sie in Frankfurt gebased wären. Genau, richtig. Im Übrigen ist jetzt auch nicht so, dass sie gar kein Deutsch können müssen. Die Anforderungen sind runtergeschraubt worden auf A2-Niveau, dass sie zumindest ein bisschen was verstehen. Und ich meine, ganz ehrlich, bevor mein Flug ausfällt, ja, mein Gott, also ich habe da jetzt kein Problem mit, als Gast jetzt gesehen, ich habe jetzt gar kein Problem mit, wenn da jetzt jemand ist, der nicht perfekt Deutsch spricht, dafür kann halt mein Flug stattfinden. Also es würde mich viel mehr, und das sage ich jetzt mal so, abfacken, wenn ich dann da irgendwo stehen bleibe und nicht fliegen kann, ne? Ja, und genau das ist, man möchte halt die Crews einsetzen, weil sie einfach bezahlt werden müssen. Man hat einfach Arbeitsverträge und da haben die halt eine Mindestbezahlung und die müssen halt einfach eingesetzt werden und deshalb setzt man sie auf anderen Flügen ein. Ich hatte dann irgendwo dann auch wieder solche Sachen gelesen, wo ich fast gedacht habe, Freunde, seid ihr... Ne? Und zwar, man hat gesagt, ja, aber ich möchte, wenn ich mit einem Cabin-Crew spreche, auch bei Lufthansa, dass sie Deutsch sprechen. Leute. Wie viel Crew ist auf einem 340er oder auf einem 380er? Weißt du das aus dem Kopf heraus? 17 plus, 18 plus. Ja, so. Das heißt also, wenn dann zwei, drei, vier Leute vielleicht einen Background haben, asiatisch, ja, und die dann vielleicht kein Deutsch astral sprechen oder rein theoretisch nur Englisch und Chinesisch oder Japanisch oder Koreanisch sprechen. Ich glaube, die verstehen auch, wenn du sagst, ich spreche nur Deutsch und dann kommt auch jemand von der Cabin Crew, der Deutsch spricht und kann das Thema dann abarbeiten. Also da sollten wir einfach diese ich glaube, Xenophob heißt das, Art des Deutschen mal einfach ignorieren und sagen, hey, ja, ich habe das Privileg, ich kann Englisch sprechen im täglichen Umgang, deshalb habe ich da kein Problem mit, aber ich verstehe auch alle, die ein Problem haben. Aber es ist halt wirklich nicht, um Geld zu sparen, es ist wirklich nicht, um uns zu schikanieren, im Gegenteil, es ist einfach wirklich da, um das Leben zu erleichtern. Und Ist auch eine ich meine, Dienstleistung. natürlich. Und ich meine, überleg mal, wie geil ist das denn, wenn die Lufthansa Japaner einsetzt? Weil du hast das Training wahrscheinlich nicht gemacht, aber überleg mal, ach doch, du bist ja 747 geflogen. Wenn du auf der 747 zum Beispiel, wenn du eine Bento-Box aufbauen musst,
Das geht da nach ganz gewissen Regeln. Und wenn du einen Schritt anders machst als normal, das stößt den zumindest negativ auf. Und du lernst viel über Japaner. Du lernst ganz, ganz viel Ja. über Japaner. Das vergisst man, ne? Kleines Beispiel. Frag mal in Japan jemanden nach dem Weg. Du wirst immer eine Antwort kriegen. Ja. Nur wird es nicht immer die richtige sein. Oder. Ist das schön Ja, da? aber es ist so. Es ist so. Ja? Und genau das Gleiche ist auch, wenn sich zum Beispiel, nicht immer, aber manchmal, ein Japaner möchte sich bei dir beschweren. Aus irgendeinem Grund. Kann ja mal vorkommen. Dann holt er dich, dann wird er dich nicht so großartig zur Sau machen. Bring mal die japanische Kollegin, die wird er richtig zusammenfalten. Ja? Die macht er ruhig, ja. Oder anderes Beispiel. Bei den regionalen Flugbegleiter ist es so, dort fangen die erst, also bei uns ist es so, ja, wir sind mit einem fertig, wir haben Hunger, wir haben Pause und wir essen. So, guten Hunger, wir essen. Ob mein Nebenmann jetzt auch isst, ist mir egal, ich esse, wir sind fertig. Alle Regeln der Höflichkeiten sind eingehalten. Bei denen ist es so, erst wenn das ranghöchste Mitglied der Flugbesatzung anfängt zu essen, isst auch die andere Person. Ja, das erinnert sich an meine arabischen Zeiten. Das Schlimme ist ja nicht nur, dass du anfängst zu essen, wenn der Ranghöchste anfängt zu essen, sondern du hörst auch auf zu essen, wenn der Ranghöchste aufhört zu essen. So, das heißt also, Scheiße, schnell schmeckt mir essen, nicht. scheiße, genau so. Und das ist mir so oft passiert, dass ich da irgendwo eingeladen war und dann denkst du so, Alter, ich habe Hunger. Ja, ich habe ja noch das halbe Huhn da, Chicken Biryani auf dem Tisch liegen, ja. Und du hörst jetzt auf zu essen, Alter. Was soll denn das? Ich habe Hunger. Ja? Also das sind halt solche Sachen. Oder auch, dass du halt wirklich im asiatischen Bereich auch Dinge halt nicht so sagst, dass der andere sein Gesicht verliert. Also du wirst ihm niemals sagen, wie du hast das hier mit dem Essen nicht gebucht. Das ist für die Gesichtsverlust. Das kannst du einfach nicht machen. Und ein Hinweis ist natürlich auch, wenn man als Crew irgendwo ist, im asiatischen oder sonst wo, dass man dann Hinweise kriegt, wo man lecker essen gehen kann, was man sonst nicht wüsste. Stimmt, ja. Aber also grundsätzlich muss ich, wie gesagt, sagen, ich finde es einfach super, super hilfreich und toll, dass sie an Bord sind. Und es ist ja nicht nur eine Lufthansa-Geschichte. Ja? Es gibt viele Airlines, die regionale Flugbegleiter haben, wie ich es gerade schon gesagt habe. Auch Finnair hat Stellen ausgeschrieben. Die United zum Beispiel hat Ausschreibungen, wo explizit deutschsprachige Leute gesucht werden, italienischsprachige Leute gesucht werden, etc. Ja? Also es ist einfach super, super hilfreich. Damit haben wir das Thema verhackstückelt, verarbeitet. Ich hoffe, ihr seid mit eurem Wissen und unserem Wissen weitergekommen. Und ich mache einfach einen harten Cut, weil sonst haben wir die halbe Stunde Grenze wieder und sonst gibt es wieder Ärger mit den Fisch. Wie heißt das nochmal? Sag schon. Mit den Ich weiß nicht. Ich denke mal, sag einfach mal was, weil ich habe gerade was gelesen und habe einfach. Abonnenten. Genau. Nein, also. Gewerkschaft. Nein, also wir versuchen die Themen zusammen zu verstückeln für euch, dass sie leicht verständlich sind und dass ihr was lernt. Wir hoffen, dass ihr den Kanal mögt, den Kanal abonniert, die Glocke anmacht, ein Like da lasst, auch wenn ich das nicht immer explizit sage, weil das ist ja ein Automatismus, den man macht. Glocke anmachen, damit ihr nämlich keine Folge verpasst. Und Kanalmitgliedschaft ab Business Class kriegt ihr nämlich die Folge eigentlich direkt, wenn sie hochgeladen ist, obwohl sie erst vielleicht mehrere Monate später freigeschaltet wird. In dem Fall wäre es jetzt 2 Wochen oder so. Also, ich danke euch, dass ihr heute dabei wart. Wir freuen uns einen Ast und ich gebe jetzt einfach einen Abspann, oder? Richtig. Ich wünsche erfolgreiche Flüge. Wir winken. Bis dann. Ciao. Und Pegasus. Stichwort Pegasus.